Hallo, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zu Aktien im Fokus für Dienstag, den 12.09.2017. Diese Ausgabe wird Ihnen wie immer von DirectBroker-FX präsentiert. Wir blicken auf den DAX, da hat sich ein bisschen was getan. Endlich nach monatelanger Seitwärtsphase konnte der hier über die wichtige 12.350er-Marke ansteigen. Das Kursziel liegt bei 12.700 Punkten. Kurzfristig ist der Markt etwas überdehnt, das sieht man im kleineren Chartbild hier auf dem Stundenchart bzw. Auf, auf Sicht der letzten... Zwei Wochen, wenn man das mal hier etwas kleiner skaliert, dann haben wir den Handelsverlauf der letzten zwei Wochen und ja monatelang seitwärts, bis es dann letztendlich hier über die 12350 ging. Da beschleunigte er nochmal, also der DAX 220 Punkte nach oben. Kurzfristig, wenn man jetzt mal so schaut auf dem M30-Chart, auf dem M15-Chart, ist der Trend noch völlig intakt long, aber letztendlich nicht mehr wirklich günstig. Bedeutet also, der Trend ist long, keine Frage aber untergeordnet zu teuer. Interessant für einen Long-Einstieg wird es aus H1 Perspektive frühestens bei 12372, da hat der Markt durchaus wieder Möglichkeiten anzusteigen bzw. es ist am Ende völlig egal, ob der jetzt steigt oder fällt. Ich will ja nicht gegen den Trend hier shorten. So, und ich will aber auch nicht teuer einkaufen. Daher soll er machen, was er will. Ob er steigt oder fällt, spielt auch keine Rolle für das Handelssetup, weil letztendlich Szenarien sind immer möglich. Alles ist möglich und auch das Gegenteil. Ähm, die Entscheidung ist ja, was kann man davon handeln oder was ist davon interessant zu handeln. Und das gilt eben dann hier bei 12.370, wird es dann interessant. Ähm, jetzt aktuell ist er am 618 Retracement des ganzen Abverkaufs, ausgehend von 12.950. Auf 11.862. Also, wenn da ein kleiner Rücksetzer kommt, wäre das zumindest nicht überraschend. Dadurch, dass der Trend long ist, ist natürlich hier immer wieder äh, die Versuchung groß, in so ein Momentum reinzuschorten. Man sieht deutlich, vom Tief bis zum Hoch waren es auch 700 Punkte. Ähm, da sieht man, dass man gegen so Trends nicht ankämpfen sollte, da die Trends durchaus sehr, sehr dynamisch aufgebaut sind und die impulsive Struktur sehr sehr anstrengend ist, wenn du permanent dagegen anschortest, also vor allem mit so Kerzenformationen. Also es, ist, es dreht sich eben leider nun mal nie alles um Kerzen, sondern um Formationen. Und egal, was er letztendlich auf dem Weg dahin macht als einzelne Kerze, ja, das, das ist per se noch kein Grund so gesehen gegen dieses ganze aufwärtsgerichtete Schubmomentum anzuarbeiten daher bleibt nur übrig zu warten bis der Markt etwas günstiger wird bei 12350 12370 und dann da Long Position zu suchen. Der S&P ist äh, etwas früher gedreht als erwartet, äh, war hier das Tief bei 2416. Ich hatte erwartet, dass er bei 2375 dreht und dann ein neues Allzeithoch macht, das Allzeithoch kam. Allerdings hat er den Umweg schneller gemacht als erwartet, das muss man auch dazu sagen. Auch der Dow Jones hat ein neues Hoch gemacht. Hier in dem Fall ist das als bullisch zu werten. Übergeordnet muss man aber auch ganz klar sehen, dass der Markt auch deutlich überlaufen ist. Also es ist nicht so, dass der Markt diesbezüglich, machen wir das mal in weiß, jetzt ein sehr günstiger Markt ist. Nur was heißt schon günstig? Günstig ist für mich vor allem die Orientierung an den gleitenden Durchschnitten auf Tages- und Wochenbasis. Es geht ja hier um Aktieninvestments. Naja und wenn man sich das so anschaut, dann sieht man deutlich, der Trend ist weiterhin intakt, hat auch ein höheres Hoch gemacht, das Allzeithoch, also hier schon um wenige Punkte wieder nach oben gebrochen. Allerdings für interessante Investments wird es erst wieder Zeit bei 20.833 Punkten. Das ist wichtig, blicken wir mal auf die Aktien, die wir hier so ein bisschen covern. Da oben war zum Beispiel merck ziemlich teuer. Auch da hätte man sagen können, naja, es ist alles long, alles steigt, aber es ist nicht mehr günstig. Und irgendwann letztendlich rasiert der Markt dann das Ganze auch ein bisschen ab. Dann kommt relativ zügig dann die Reaktion und ich hatte vorgeschlagen, hier ausgehend von diesem grünen Unterstützungsbereich zu kaufen. Insgesamt ist die Aktie 7 Euro gestiegen. Rheinmetall hatte ich vorgeschlagen, entweder tief aus der Reaktion bei 70 oder wenn er hier über 89 Euro ausbrechen kann. In dem Fall ist er ausgebrochen und die Long-Position wurde da getriggert. Ähm, Zo Plus gefällt mir sehr, sehr gut. Übergeordnet oder Zo Plus. Ob man es jetzt Englisch oder Deutsch aussprechen will, spielt dann am Ende auch keine Rolle. Ähm, letztendlich geht es darum, dass der Markt hier über die 165 drüber muss, ähnlich wie Cisco. Cisco hatte ich ja gesagt, hat die Möglichkeit zu einer Trendwende, allerdings erst wenn es hier über die 32,50 geht. Die 32,50 kann hier aber noch nicht überwunden werden und damit gilt weiterhin äh, noch halten, ähm, also zurückhalten mit der, mit der Positionierung. Aber bei einem Ausbruch über 32,50 hat die Potenzial bis 34,55 mit einem Stop-Loss unter 30. 20. Gucken wir uns nochmal ähm, Baidu an. Da hatte ich vorgeschlagen, aus der Reaktion zu kaufen. Das war ganz okay soweit. Äh, alles in allem muss man aber sagen, ähm, dass viele Aktien sich nicht so stark bewegt haben. Adi, das war auch noch positiv aus den letzten Wochen heraus. Da sehen Sie mal auch, wie lange das dauern kann, bis da letztendlich der Markt mal günstig wird. Ein, zwei Wochen hat er sich damit Zeit gelassen. Hier mal äh, äh, letztendlich wieder in den Bereich der unteren gleitenden Durchschnitte zu kommen, um da dann wieder aus einem günstigen Bereich herauszusteigen. Da sieht man auch, wenn die Entfernung zu den gleitenden Durchschnitten schlichtweg zu groß ist, dann ist das Ganze nicht angenehm in der Form, weil man dann letztendlich immer so ein Rückschlagspotenzial hat, das sich dann irgendwann entlädt. Und jetzt gibt es zwei Varianten. Entweder ich warte. Bis das Ding günstig ist, kaufe mich unten ein. Oder ich versuche halt zu shorten und bin halt in dem Fall immer gegen den Trend unterwegs. Und da das keine Option ist, bleibt am Ende immer nur übrig zu warten. Und dann ist ja die Frage, wo hat man den besseren Einstieg gehabt? Ja, war der hier oder war der dann am Ende hier unten? Da unten war das, ist, ist, war das wesentlich attraktiver. Ja, das ist nichts anderes als auch am DAX. Letztendlich klar kann der hier steigen, der kann auch fallen. Es ist völlig wurscht, was er kann. Entscheidend ist, wo ist er günstig. Und da ist er nun mal einfach bei 12.350 erst wieder günstig. Wenn man das aus dem H4-Kontext betrachtet und aus dem H1-Kontext, ist es immer noch die 12.360. Das heißt günstig bzw. interessant für neue Long-Positionen wird der DAX bei 12.360 und 12.260. Das war's von meiner Stelle aus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Good Trades und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.